Faserverschmutzung. Ja, gar nicht, aber nicht. Das so, machen wir Alga. Sehr gut. Sehr gut, da können wir uns Aruna bohren. Das werde ich auch gleich mal in Auftrag geben. So, alle wieder wach. Ja, ich habe jetzt natürlich nur noch zwei Toiletten in Auftrag gehabt. Fähig, dann macht das natürlich auch gleich wieder. Also die Toilette hier oben total überlastet ist. Das ist nicht besser geht. Wir haben so ein Massagegerät mit. Der Toilette war jetzt bei Fanny am Werk, hat sogar auch abgepuckt. Ja, den Strom hat sich noch gekümmert. Habe ich vielleicht einfach zu viele Batterien gemacht? Könnte Sinn, ne? Aber wenn alle Dinger rennen würden, dann wäre doch genug ja, Leistung so. Wie bringe ich das so, dass die mehr rennen? Radarmaterial in Algen. Es hat sich nicht um Luft gekümmert. Oben ist Luft. Ja, der beide Bette läuft. Und die andere laufen nicht. Die Leute sind die Forschung. Forschung. Wir haben noch 5 Punkte, muss man die Schleusetür kriegen. Ah, es ist alles so langsam. Gut, es kann halt auch nur geforscht werden, wenn Energie da ist, ne?
Das habe ich gemacht. Die Alge-Dinger haben alle die 9. 9. 9. Level 9. Ne? Dass ich jetzt nichts klicke. Aber ja, nur wenn Energie durch. Und die Zahnräder habe ich auf 100 gedreht und auch auf 9. Aber jetzt zum ersten Mal haben wir 3 laufende. Weil die schaffen die Batterien. Ich habe zu viel Batterie gemacht. Gut, aber jetzt hat hier Luft quasi so eine Dinger gemacht. Na, jetzt kommt ein bisschen Luft drin. Jetzt wären halt die Schleustüre wichtig. Dass ich hier oben das hier zum Beispiel mit einer Schleuse zumachen könnte, weil das so hinne, das, ja, da wird gearbeitet, klar, aber es wird nicht gelebt, ne? Lebe du im Moment hier in dem Bereich. Lager, Bett, Massage, Forschung, hier muss Luft hin. Und gerade weil ich hier renne, wird viel Luft gebraucht. Die kann ich da hinten aus nicht verlieren, das ist fatal. Aber die Forschung läuft halt nur, wenn Energie in der Batterie ist. Es läuft wieder Kenner. Der Koch wird benutzt, die allgemein benutzt, der Computer. Gleich ist die Energie wieder null. Ich habe zu viel Batterie gemacht. Deaktivieren. Deaktivieren. Wir lassen mal 4 an. Vielleicht schaffen es ja 3 Räder, 4 Batterie aufzuladen. Ah, das muss einer ausschalten. Ich dachte, ich schalte das aus. Gut. Der Techner geht ausschalten. So. Ja, dann bleiben dann sogar die Kabel oben hängen. Dass man es besser sieht, dass aus ist. Na, sieh, ne? Die Energie konnte jetzt schon mit 2 Leute besser aufgeladen werden. Solange einer rennt, funktionieren die Geräte. Da sind sie alle am Werk gleich. So, jetzt rennen 2. Schaffen 2 Leute 4 Batterien? Oder kommt Lea jetzt auch noch Hälfte rennen? Sieht so aus im Moment. Ja, die hält noch mit. Perfekt. Ja, sieht so aus, als würden sie es schaffen. Ich habe zu viel Batterie gehabt. Ich hoffe, dass Zuschauer hier überleben dürfen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber ich bin ziemlich neu in dem Spiel, noch nicht wirklich die Erfahrung gemacht mit dem Game. Ich habe es zum Beispiel, dass wenn ich Kabel setze, dass man die Boote weggerissen wird und so. Da muss ich noch gucken, wie das genau funktioniert. Da habe ich Bauer in Auftrag gehabt, das wird nicht gemacht. Und ja. Hier vorne ist auch noch ein Bauauftrag. Und, kaum habe ich was gesagt, geht Silbern Bau oder was? Ah, jo. Silbern ist jetzt der Minearbeiter, das haben sie neu eingeführt. Zumindest neu für mich. Ich weiß nicht, wie lange es schon drin ist, das Teil. Ja. Habe ich jetzt gesehen, dass er jetzt einen Ruderstrahl dann bekommen hat. Aber er ist nicht der schnellste Bauer, ne? Forschung wäre mal halt wichtig, dass das kontinuierlich gemacht wird. Fähig ist doch immer wieder dran. Fähig ist ja nicht sauber. Das Essen, das fällt dann dort in die Brühe drin. Das ist bestimmt auch nicht gesund. Aber schön, dass ich dich begrüße darf im Stream Kai. Das Algezeug hätte ich auch noch gerne hier oben.
weiter mit 9 fertigen. Ja. Ups, wieder verrutscht. Das war so schnell verrutscht. So, kann ich ja gleich Ziegel einziehen. Und den Kragen hier bitte alle. Und das Metall auf jeden Fall. Das. Damit so ein großer Raum. Und ich komme aber überall Kram, um die Alge abzubauen. So, wir sind wieder in der Nacht. Irgendwo tropst du was rum. Oh, anscheinend nicht bei uns. Bakterienreinigung. Haben wir da irgendwas befallen? Da wird wirklich Strom produziert. Aha. Mehr Kolonisten. Bald kommt wieder jemand. Mal sehen, ob ich dann männlich habe für den Poppy. Ist der Poppy noch da? Wenn Poppy nicht mehr da ist, würde ich sogar Pi vorziehen. Da ist frisch eingeschammelt. Aber wenn Bobby durch ist, hat er Vorrang, hier alle zu siedeln. Ach ja, Grundvoraussetzung ist natürlich immer das Geschlecht, das ich vorgeschlagen kriege. Gut. Bobby ist noch da. Ich muss schon warten bis zum nächsten Mal. Kein, was du initiiert hast. Oh, Lea ist wohl genauso langsam im Bau wie das Sidran. Komm jetzt, Sidran, du denkst so schnell die Energie wieder an. Wenn die was durch und fand, das ist nur natürlich. Kai, kennst du dich aus in Oxygen? Meine Tipps äußere Wünsche. Darfst du das gerne tun? Kolonie betönigt Krankenbett. Okay, wie macht man das hier? Gehen wir hochheben. Dann haben wir zwei Stück ohne Waschbecke. Wird auch benötigt, das machen wir dann nicht zur Toilette. Macht sich direkt ans Krankenbett, das war wohl auch nötig. Dann hat sich wohl die Kolonie irgendwo A gesteckt.
gleich einer, oder? So, so ist es besser. Bobby, funktioniert's jetzt besser? Oh, was ist denn hier passiert? Aber die Brücke von oben nach unten stürzen. Das Krankenbett wird gebaut. Aber da lädt sich noch keiner nennen. So, da haben wir das Waschbecken auch gleich fertig. Wie sieht es denn da aus mit Wasser oder so? Wasser. Dann haben wir noch gar keine Rohre, also. Die Mine arbeitet. Oh! Hat er das Geräusch gehört? Jetzt hoffen wir mal, dass es männlich wird. Wir stoppen wieder, dass wir in Ruhe gucken können. Oh, oh, oh. Athletisch hätte ich jetzt vorgezogen, so eigentlich. Ne? Weil, ja, das mit dem Strom nicht so funzt. Lernen 2, Stärke 2. Lernen 3, Graben 3. Bobby. Hast du gerne Locke? Oder hast du eher, ja, die glatte Frisur? Ich wäre eher für deine Maulwurfhände, Schraubkasten. Ja. Was ist denn das? Luftverbrauch sehr hoch. Ich würde dich trotzdem bevorzugen. Magen aus Stahl ist natürlich auch gut. Forschung, Graben, Bedienen. Kochen, Forschen. Ja, die glatten, alles klar. Das ist der Bobby. Schwupps. Und ab an die Arbeit. So, dann gehen wir doch wieder an den Beruf. So, Bobby. Ich hätte Reinigung, Kochen, Kunst, Landwirtschaft noch zu Manager. Hast du für Landwirtschaft ein Faible? Nein. Hast du für Reinigung ein Faible? Nein. Koche? Laser? Null. Kunst? Null. Wow. Du darfst das raussuchen, weil das Skill kommt ja dann. Offene Stelle. Bei den Blackouts every other night.